größte Jobdating Deutschlands. Der Absolventenkongress 2015 in Köln. 15.000 Besucher sind mit großen Erwartungen gekommen. Ich erwarte sehr viel Hilfestellung im Bereich, wie muss ich mich präsentieren, auf jeden Fall Feedback in Bezug auf, ist es besser, wenn ich jetzt als Trainee einsteige oder doch besser noch meinen Master mache, vor allem in meinem Bereich. Unternehmen kennenlernen, persönlich in Kontakt treten mit Personalern, vielleicht direkt, um einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Recruiter von über 300 Top-Unternehmen standen den High Potentials auf Deutschlands größter Jobmesse Rede und Antwort. Die Bewerber sind sehr wissbegierig und vielen fehlt ein bisschen die Orientierung. Liegt auch daran, dass der Bachelor-Absolvent von heute deutlich jünger ist als der Diplom-Absolvent noch vor 15 Jahren. Und wir stellen uns darauf ein, helfen, ein bisschen Orientierung zu bekommen, wo man in der Karriere dann hin möchte. Der persönliche Kontakt ist hier alles. Das Besondere an der Messe ist einmal, es ist halt die Messe überhaupt, wenn es um Karriere geht. Online ist vieles möglich, aber der eigentliche Kontakt, der auch, ich sag mal, sinnführend ist für beide, um sich erstmal kennenzulernen, ist wirklich die persönliche. Doch der persönliche Kontakt will vorbereitet sein. Und das geht digital am besten. Jeder, der registriert ist, ist im Vorfeld auch für die Unternehmen ansprechbar. Das funktioniert über ein Talentboard, das wir entwickelt haben. Ein enormer Vorteil für Bewerber und Arbeitgeber. Darüber bin ich halt in Kontakt mit den Unternehmensberatungen gekommen. Da habe ich meinen Lebenslauf hochgeladen und die fanden es dann interessant und haben mich dann angeschrieben. Das neue Matching-Verfahren und die Staufenbiel-App machen es möglich. Wie bei einem Datingportal zeigt die App, wer zu wem passt und sogar in welchem Grad der Bewerber den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Unkompliziert und schnell lässt sich so der passende Arbeitgeber finden. Das war ganz praktisch, dann konnte man schon prozentual sehen, wie viel Matching gibt es denn, was suchen die Firmen, was suche ich. Die Digitalisierung ist ja klar bei Klaas auch ein absoluter Trend oder beziehungsweise steht es ganz oben auf der Agenda. Das sind Themen, mit denen wir uns gerade intensiv beschäftigen. Das ist natürlich gerade am Puls der Zeit. Das hilft einfach nochmal dieses Matching auf dem Stand voranzutreiben oder halt genau nochmal Kandidaten, die auch zu uns oder zu Aldi Süd passen würden, hier auf unseren Messestand zu bekommen. Man konnte einfach auf die Leute zugehen und dann recht kollegial oder freundschaftlich mit denen sprechen. Und das war dann quasi wie ein Bewerbungsgespräch in kurz. Dass Arbeitgeber und Bewerber zueinander fanden, dafür sorgten auch sogenannte iBeacons. Diese Minisender schickten Bewerbern mit hohem Matchinggrad im Umkreis eines Messestandes eine Einladung zum Stand aufs Smartphone. Da steht dann das Unternehmen, was eigentlich gesucht wird, und so ein paar Informationen, und dann wurde ich dann darauf hingewiesen, auf die Webseite einfach mal zu gehen. Genau, und habe dann auch eine persönliche Nachricht bekommen von einer von der Personalabteilung. Und ja, bin dann einfach mal vorbeigegangen und ja, habe mich dann mal über meine Möglichkeiten unterhalten. Andere Möglichkeiten kennenlernen, das konnten die Besucher auch in 80 Vorträgen, Diskussionsrunden und Firmenpräsentationen. Das Automotive Forum bot ihnen die Gelegenheit, in die Jobwelt rund ums Auto zu schnuppern. Beim Speed-Dating oder auch beim Career-Slam battelten die Arbeitgeber um die Talente von morgen und stellten sich den Fragen der Nachwuchsakademiker. Um dem Bewerber, der noch nicht wirklich recht die Praxisseite gesehen hat, einfach mal die Augen ein bisschen zu öffnen, ein bisschen auch vielleicht Ängste, Hürden abzubauen, zu zeigen, hinter diesen grauen Mauern, das ist gar nicht so schlimm oder dramatisch. Und wenn man sich das manchmal vorstellt, das sind ganz normale Leute wie du und ich und die erzählen dir jetzt einfach mal, was sie da den ganzen Tag machen. Das kannst du auch. Und manchmal gibt es auch ein Happy End. Wir haben letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der im Nachgang zum Absolventenkongress ein Praktikum bei uns im Haus gemacht hat und jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren bei uns im Management als Regionalverkaufsleiter tätig ist.